Hey Leute, was geht? Euer Set hier. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video hier auf dem Food Peppy Trading-Kanal. Ich habe heute eine neue Trading-Methode für euch mitgebracht, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil man mit dieser Methode wirklich extrem viele Coins machen können. Damit ihr mal einen Wert im Kopf habt, was man mit dieser Methode pro Woche an Coins machen kann, es sind so circa 600 bis 1 Million Coins, die ihr jede Woche machen könnt. Und das Beste ist, dass sich das Risiko dieser Methode in Grenzen hält. Ihr müsst euch also keine riesigen Sorgen um eure Coins machen. Was ihr für diese Methode benötigt, ist etwas Startkapital. Das ist einfach so, weil wenn ihr keine Coins habt, ist es auch schwierig, ja, 600 bis 1 Million Coins pro Woche zu machen. Das ist ja ganz klar. Bevor ich euch aber zeige, wie die Methode funktioniert, schauen wir uns einmal diese Karte hier an. Das, was ihr hier seht, ist nämlich die Karte vom ECL-Gewinner. Der hat ja die E-Champions League gewonnen und durfte sich wie letztes Jahr eine Icon zusammenbasteln. Letztes Jahr war es, glaube ich, Kaká. Man hat so ein paar Vorgaben von EA bekommen. Also der Mann durfte sich jetzt nicht komplett frei die Karte aussuchen und alles auf 99 machen. So wie es aussieht, wird Drogba kommen. Also steht zu 99% fest. Ich glaube, die Werte sind aber so noch nicht fix. Die SBC sollte, denke ich mal, am Wochenende kommen. By the way, gerne Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr immer die neuesten Trading-Tipps erfahrt. Wir gehen jetzt nämlich auch direkt dahin. Und diese Trading-Methode hat mir vor 12 Tagen ein Kollege aus der Community den Tipp gegeben, dass die gut funktioniert. Die haben wir schon letztes Jahr sogar gemacht und da hat sie auch richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe sie dieses Jahr vergessen, ja, euch ein Video darüber zu machen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass der liebe Flo das nochmal gesagt hat. Ja, und zwar geht es hier um TOTS Trading und der hat innerhalb von einer Woche sich von 900 auf 1,8 Millionen Coins getradet. Ich habe das Ganze auch nochmal ausprobiert und kann das Ganze wirklich nur bestätigen. Wie ihr diese Methode wirklich Step by Step nachmachen könnt, das zeige ich euch jetzt. Macht es wirklich ganz genauso nach, wie ich es euch jetzt erkläre. Und dann werdet ihr auch ordentlich Coins machen. Das hier sind alle TOTS, die wir haben, geordnet nach Rating, beziehungsweise dann von den günstigsten Karten zu den teuren Karten aufsteigen. Wir wollen allerdings nicht nur mit SBC-TOTS grinden bzw. traden, sondern wir wollen eine Kombination aus SBC-Futter und Spielern machen, die noch in Teams verbaut werden. Gerade zur EM-Promo sehr, sehr interessant, weil wir natürlich auch viele exotischere Nationen, sage ich mal, dabei haben, wo man dann TOTS braucht, um die aktuellen Promokarten zu linken. Und viele von euch werden schon wissen, wie der Filter funktioniert. Ich werde euch aber trotzdem nochmal ganz kurz Schritt für Schritt zeigen, wie ihr den Filter setzt, um euch die besten TOTS zum Trading herauszufiltern. Ihr geht auf Footbin, ganz einfach, und dann geht ihr hier oben auf Player und hier unten auf Player Game Performance und lasst euch alle Spiele anzeigen. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen mit TOTS-Karten traden. Heißt, wir gehen hier einmal auf die Version und können dann hier, wo ist es denn jetzt? Hier unten bin ich gerade blind, Leute. Ich bin ehrlich blind, die sind einfach hier. Also, geht hier auf die ganz normalen TOTS-Karten. Geht hier einfach entspannt drauf. Ja, jetzt werden euch alle TOTS-Karten angezeigt. Wir wollen natürlich nicht mit einem James traden oder mit einem Van Dijk. Deswegen müssen wir jetzt noch einen Preisfilter setzen. Und das machen wir hier. Wenn ihr Xbox spielt, könnt ihr das daneben machen. Und auch für PC-Spieler ist diese Trading-Methode natürlich möglich. Und da setzen wir einen Maximalpreis von 50.000 Münzen. Jetzt noch hier filtern. Und was ihr zum Abschluss noch machen müsst, ist hier auf Games klicken. Nämlich auf Order by Games. Jetzt haben wir alle TOTS bis 50.000 Münzen. Und sortiert nach den Games, die sie im Spiel absolviert haben. Also so gesehen nach den beliebtesten Karten. Und ihr seht, hier sind Namen dabei wie Watkins, Donnarumma, Malen, Kobel. Also schon Karten, die auch gerne in Teams eingebaut werden. Und ihr geht jetzt hin und kauft euch jede Karte maximal zweimal ein. Ne? Wenn ihr nicht so viele Coins habt, jede Karte einmal. Ja, aber wenn ihr euch das leisten könnt, wirklich jeden dieser TOTS bis 50.000 Münzen zweimal einkaufen, wenn ihr bekommt, am besten sogar noch mit einem Chemiestil. Und jetzt genau aufpassen. Ihr macht auf alle Karten einen Aufschlag von roundabout 7.000 Münzen. Heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Schüller für 48.000 Münzen einkauft, bietet ihr die für 55.000 Münzen
an. Ja, Startpreis ist dann 54.500 und Sofortkaufpreis 55.000 Münzen. Ihr habt aber auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar, wenn sich das anbietet, zum Beispiel bei Kobel, der kostet 45.000 Münzen, dann machen wir dann einen Zahlendreher rein. Dann bieten wir dann nicht für 45.000 Münzen an, sondern für 54.000 Münzen. Ihr könnt es sogar probieren bei Karten wie Thiago Carvalho Santos. Da könnt ihr den für 46 einkaufen und probieren, für 64.000 Münzen zu verkaufen. Achtet darauf, dass die Zahlendreher nicht zu weit auseinander sind. Das funktioniert tatsächlich auch, dauert dann aber. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht einen Guirassy für 83.000 Münzen anbieten, weil es einfach dauert, bis der weggeht. Irgendwann wird der wahrscheinlich weggehen, aber wir wollen ja relativ schnell Coins machen. Und ihr kauft jetzt wirklich so viele Spieler hier ein, bis ihr mindestens 60 bis 70 Plätze belegt habt. Und dann bietet ihr die Karten jede Stunde an über die Web-App oder über die Compagnon-App. Und wenn ihr Verkäufer hattet, dann kauft ihr die Spieler nach. Und wenn ihr das wirklich durchzieht und eine volle Liste habt, ja, und die wirklich so oft wie möglich für eine Stunde anbietet, sind locker, sage ich mal, wenn ihr so Larifari macht, sagen wir 400.000 Münzen pro Woche drin, aber wenn ihr wirklich durchzieht, kriegt ihr 600.000 bis 1 Million Münzen nur durch diese Trading-Methode, die wirklich kaum Arbeit ist. Ich hoffe, ich habe es verständlich geklärt. Falls nicht, gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte alle Fragen und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne EM-Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schöne Zeit, haut rein, euer Seth.